Der Sommer kommt und in Vechta wird noch immer Basketball gespielt. Rastas historische Saison hat mit dem Halbfinaleinzug einen neuen Höhepunkt erreicht. Der fulminante 3:1-Erfolg über Brose Bamberg hat deutschlandweit für Aufregung gesorgt und das kleine Vechta auf die Titelseiten der ganz Großen gebracht. Es ist unglaublich, wenn man einfach mal daran denkt, dass wir mit 3 Niederlagen in die Saison gestartet sind. Wir sind als Mannschaft immer fester zusammengewachsen, haben uns immer durchgeboxt und einige Experten wirklich geschockt. Es fühlt sich großartig an. Jeder hatte mal Schmerzen, es gab diverse Verletzungen. Aber wir haben das alles durchgestanden. Und das macht uns stark für die Playoffs. Es geht jetzt alle 2-3 Tage in ein Spiel, da muss man sich einfach durchbeißen. Wir sind, ohne dass wir das zu Beginn der Saison im Sinn hatten, gut vorbereitet. Und jetzt geht's gegen den FC Bayern München. Der Doublesieger 2018 setzte sich glatt in 3 Spielen gegen die Basketball-Löwen Braunschweig durch, geht mit voller Kapelle in die Runde der letzten 4. Von bisher 37 Spielen haben die Münchner um Superstar Derek Williams nur 3 in der BBL verloren. In der Euroleague erreichten sie beinahe die Playoffs. Gut, dass Rastas Hustle-MVP Max Di Leo schon weiß, wie dem Top-Favoriten beizukommen ist. TJ und Austin, if they can get me the ball. Naja, ist eigentlich ganz einfach. TJ und Austin müssten noch öfter mir den Ball geben und mich werfen lassen. Nee, jetzt mal im Ernst. Pedro arbeitet immer einen sehr guten Gameplan für uns aus. Wir machen das, was wir am besten können. Vertrauen auf unsere Stärke, geben keinen Ball verloren. Es geht um all die kleinen Dinge und natürlich harte Defense. Nicht alle Teams gehen das so an wie wir. Gut für uns. Some other teams. Aber ist Rasta auch gut genug für ein weiteres Wunder? Bei den Wettanbietern jedenfalls ist die Sache klar, Rasta hat keine Chance. So wie schon gegen Brose Bamberg. Also vertraut man in Vechta der eigenen Kraft und beschäftigt sich nicht zu ausführlich mit Münchens Siegen gegen Braunschweig. Wir haben die 3 Spiele natürlich analysiert, aber es wird für uns wieder darum gehen, wie wir unseren besten Basketball durchbringen können. Denn der hat uns bis hierher gebracht. Ein Garant dafür, der Teenager im Team. Philipp Herkenhoff, 19 Jahre jung, war in den letzten 90 Sekunden des Spiel 4, trotz einer fiebrigen Mittelohrentzündung, der entscheidende Mann. 15,8 Punkte, 7,3 Rebounds und 1,5 Steals lautet Herkenhoffs Bilanz in seinen ersten BBL-Playoffs. Wir alle im Team nehmen Philipp sehr hart ran. Meine Mutter hat nach Spiel 4 in Bamberg gesagt, dass Philipp jetzt dabei ist, ein Mann zu werden. Und damit hat sie recht. Ich glaube, Philipp wusste gar nicht, wie gut er sein kann, bis er es jetzt unter Beweis stellen musste. Er hat gegen Bamberg sein Talent gezeigt, hat aufgetrumpft. Wir sind alle stolz auf ihn. Stolz auf das Team ist in Vechta und umzu sowieso schon jeder und jede. Gerade jetzt gebührt großer Respekt aber auch und gerade den Physiotherapeuten im Hintergrund. Das Team des Therapiepunkt am Rastadom arbeitet praktisch rund um die Uhr, um dem ein oder anderen den Traum vom Halbfinale doch noch zu ermöglichen. Wir machen schon Witze darüber, wie gut wir mit wenig Leuten sein können. Es ist ja eben die gesamte Saison über immer mal wieder vorgekommen, dass einer ausfällt oder 2. Jetzt waren es halt 4. Aber wir machen trotzdem noch Fortschritte. In jedem Spiel sticht ein anderer heraus und spielt auf seinem Top-Level. Das macht dieses Team aus und ist ein Grund für unseren Erfolg. Und wer weiß, vielleicht müssen es ab Sonntag ja gar nicht mehr nur glorreiche 7 mit dem Übergegner aufnehmen. Der Wettlauf mit der Zeit jedenfalls ist in Vechta in vollem Gange. Aber Wunderheilungen scheinen in dieser wunderbaren Rastasaison irgendwie auch nicht mehr ausgeschlossen. Alle Spiele der Easy Credit BBL live bei Magenta Sport.